Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Im letzten Part haben wir ja quasi nur gefailt. Letzte große Fail war, ja, den Typen hier im Gang liegen zu lassen. Und ja, jetzt habe ich hier in diesem Raum auch mal das Licht noch ausgemacht, sodass wir hoffentlich, wenn wir hier auch machen, nicht gesehen werden, wenn wir da rausgehen, ne? Und so, jetzt probiere es nochmal, da durchzugehen, also bis nach hinten. So, der guckt ja auch zur Seite. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal bis hinten durch. Mal gucken, da dürfte ja jetzt nichts mehr kommen. Okay, jetzt bin ich mal den ganzen Waggon durchgelaufen. Und ach, hier ist das Klo. Sehr schön, wenn da mal die Tür jetzt zugeht, wäre auch ganz nice. Nämlich dann gucke ich mir hier mal die Lampen an. Hä? Wunderhübsch. Jetzt ist nämlich hier auch dunkel. Kann ich da, wenn ich möchte, auch noch irgendjemanden ablegen? Wunderhübsch. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich Tür öffnen ist nicht. Ist hier noch irgendwas? Brantons Kumpel bei der CIA haben uns geholfen. Soths rechtes Bein ist künstlicher als das von Lee Majors. Offensichtlich hatte Soth Streit mit einer Lampenmine. Ah, ja. Er gibt eventuell ein anderes Wärmebild. Perfekt. Monsieur, Sie haben Ohrstöpsel bestellt? Ja. Tut mir leid, aber ich konnte keine finden. Wenn Ihre Nachbarn wieder laut werden, rufen Sie mich einfach und ich werde Sie bitten, ruhig zu sein. Danke. Es tut mir wirklich leid. Interessante Information. Also müssen wir auf das Bein achten. Ich speichere hier erstmal kurz. Und kann ich hier vielleicht auch nochmal irgendwas ausschalten an Licht? Ist mir ja eigentlich viel zu hell hier. Na, so ein bisschen ausrichten noch, jawohl. So, schön viel. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen, hier mit dem Wärmebildgerät. Wäre ja ganz geil. Ich stelle mich jetzt erstmal hier so hin. Und ja, siehst du dein Nachtsichtgerät wieder an? Danke. So, und jetzt gucke ich mir diese beiden Herren auch nochmal an. Also, von denen ist es auch keiner. Und das hier ist eine Dame, ne? Also, die haben ja alle ihre Beine voll ganz, ne? Dann verpissen wir uns mal aus diesem Waggon, würde ich sagen. Da brauchen wir sonst überhaupt nichts zu tun. Das ist doch schon mal echt ganz nice. Gut zu wissen, da ist er schon mal gar nicht drin. Dann machen wir mal hier dieses Abteil auf. Also, beziehungsweise wir gehen in den nächsten Waggon. Und machen hier gleich mal das Licht aus. Und da auch. Gut. Gut. Licht ist ja aus. Voilà. Das hier ist ein... Ach, Abteilwagen. Oh. Das ist er nicht. Oder hieß es nicht sogar, dass er in einem Abteilwagen sei? Der Sam? Ja, ist eventuell nicht so schlimm, aber ich lade mal. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, gar nicht schlimm. Moment. War es nicht diese Richtung? Ja, doch. Eigentlich schon.
Und wir wollten Lichter ausmachen, und zwar dieses. Und jenes. Batsch. Och, wie konnte das nur passieren? So, wie war das noch? Ach, hier kann ich so irgendwelche... Wie ging das noch? Ja, geh mal zurück. Ich weiß nicht mehr, wie ich diesen SWAT, wie auch immer, Dingens mache. Ah, so ging das. Gut, dann scheiß drauf, ich lade nochmal. Wenn wir gerade bei sind. Und ich wollte in diese Richtung. So, hier machen wir jetzt direkt das Licht aus. Mal gucken, ob ich das treffe. Jawohl. Oh, man wackelt das hier hin und her. Gut. Ah, ich kann's doch. Ich kann's doch noch. Flexible Optik. Kann ich da auf Wärmebild wechseln? Oh, tatsächlich. Ja, bringt mir aber nichts. Ich weiß nicht, ob er das ist, aber ja, ich gehe doch mal lieber weiter. Ist die nächste Tür? Oh! Treffer! Ich guck mir die anderen Türen mal noch an. Ach komm, so doch nicht. So. Da ist leer. Und... okay, da ist irgendjemand drin. So, ich denke mal, dass wir da nicht weitergehen. Wir machen mal hier das Licht aus. Und da in diesem Teil da auch, wenn schon, denn schon, ne? Hier könnte man übrigens auch Lichter ausmachen. Ich bin gerade auf. So, hier war das doch, ne? In dieser Kabine hier. Nochmal kurz gucken. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, mal kurz speichern. Ja, machen wir die Tür mal auf. Aufwachen, Poindexter. Sagen Sie mir zuerst, wer Sie sind. Ich bin's, Uncle Sam. Ich will aber prüfen, ob Sie noch für die Guten arbeiten. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Soll ich Ihnen Ihr Geburtsdatum verraten? Schon gut. Was machen Sie hier? Wenn meine Männer uns überraschen, sind wir beide tot. Dann erzählen Sie mir schnell, was Sie über Sadono wissen. Ein Agency-Auftrag. Der Generalstab wünscht militärische Präsenz in Indonesien. Ich war Teil des Plans. Mehr kann ich nicht sagen. Wer ist Ihr Agentenführer? Clifton Finch. Was ist mit dem Tieftemperaturtechniklabor? Sir. Was denn nun schon wieder? Ein Anruf für Sie. Bleiben Sie da. Kein Laut. Oh Mann. Entschuldigen Sie. Wer ist es? Ist die Verbindung sicher? Wir haben den Chip vor einer Stunde ausgetauscht. Gut. Lassen Sie mir den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soft Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Fischer, wir brauchen diesen Anruf. Ich wette, dass er mit Sadono spricht. Ja, toll. Ich weiß ja nur nicht, wohin. Speisewagen?
ist der Speisewagen. Moment. Flexible Optik, so. Müssen wir doch noch mal kurz reingucken? Ich glaube, das ist der Speisewagen. Ich mach euch einfach die Tür auf. Ja, ich wusste es. Ehrlich, ich wusste es. Wo kann ich diesen Computer benutzen? Aufwachen, reden. Freundex. Sagen Sie ja, mir, komm. Passt schon. Soll ich Ihnen Ihr Geburtstag? Schon gut. Was machen Sie? Dann erzählen Sie mir schnell, was Sie... Ein Agency-Auftrag. Der General... Wer ist Ihr Agentenführer? Clifton Finch. Was ist mit dem Tieftemper? Sir? Was denn nun schon wieder? Ein Anruf für Sie. Bleiben Sie da. Kein Laut. Ja, mach schon. Geh raus und... Entschuldigen Sie. Wer ist es? Ist die Verbindung sicher? Wir haben den Chip vor einer Stunde ausgetauscht. Gut. Lassen Sie mir den Spaß. So, ich würde ja gerne... Er hat mich über seinen Agentenführer belogen, oder? Ja. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soft Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Das sollte ich wohl besser mal warten, bis die weg sind. Gut, dann gehen wir jetzt mal... Oh, komm, ducken wir uns mal ein bisschen. Ich spare mir jetzt mal hier das Licht auszumachen. Und die ganzen Lichter hier. Ich hatte hier noch ausgemacht. Mist, sie wissen, dass du da bist. Ach, die komm Mission schon. Come on. Das gibt's ja wohl nicht. Kann ich mir die ganze Scheiße nochmal angucken, hier anhören. Und angucken dann noch natürlich auch noch. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Soll ich Ihnen Ihr Geburtstag schon? Ja, komm, weiter, Menschen, Kinder, aber auch. Clifton Finch. Was ist mit dem Tieftemper? Sir. Was denn nun schon wieder? So, raus jetzt mit dir. Bleib sie da. Du alter Lügner. Kein Laut. So, ich möchte jetzt unbedingt dieses Gespräch noch abhören. Mensch. Entschuldigen Sie. Ich denke mal, ich warte einfach hier mal Menschen noch. Ist die Verbindung sicher? Wir haben den Chip vor einer Stunde ausgetauscht. Gut. Lass uns in den Speisewagen gehen. Ich möchte hier nicht sprechen. Ich denke mal. Agentenführer belogen, oder? Speichern wir hier nochmal. Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Ja, Computer gibt's nichts sonderlich Interessantes scheinbar. Fischer, wir brauchen diesen Anruf. Ich wette, dass ihr mit Sandor. So, machen wir die Tür schon mal auf. Gucken wir mal, ob er schon weg ist. Ja. Und. Gehen wir dem da hinterher. So. Die Tür machen wir hier auf. Und hier. Ja, wo haben wir es denn? Da ist es. Und irgendwie muss ich das doch... Wie benutze ich das? Ja? Ach. So, natürlich. Mal auf. Ich bekomme keine Signale vom Mobiltelefon. Bedeutet? Soth hat aufgelegt. Verflucht. Das Gespräch ist jetzt Fischer. Die Mission ist beendet. Super. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Höre den Anruf mit dem Lasermikro ab. Soth Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Ja, komm, mach, dass jemand da verschwindet. Ja, komm, mach hin. Bleib nicht alt stehen. So, ab hier weiter. Die sind jetzt hoffentlich schon da durch. So, Tür auf. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Ja, Finch ist seit 16 Monaten krankgeschrieben. Halt doch die Klappe, Mensch.
Soft-Tarnung muss vorerst intakt bleiben. Fischer, wir brauchen die. Ja, ich weiß. Ich wette, dass ihr mit Sardono spricht. Ich speichere es einfach hier nochmal. So. Gehen wir da. So. Die müssen doch schon weg sein, Mensch. So, Tür auf. Stehen wir wieder auf und holen dieses Teil mal ins Inventar. So. Hallöchen. Passiert da jetzt irgendwas? Ja, ich höre ja nichts, aber. Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, 1-0. Ich bekomme keine Signale vom Mobiltelefon. Toll! Bedeutet? Soth hat aufgelegt. Verflucht! Das Gespräch ist dir entgangen, Fischer. Die Mission ist beendet. Och, komm. Come on. Das gibt's doch wohl nicht. Das gibt's echt nicht. Ich kapier's nicht, echt? Hätte ich da jetzt mit dem Scheißding zoomen müssen oder was? So, erstmal auswählen das Teil. So, wo ist er denn? So, klappt's jetzt endlich? Hä? Hallöchen? Ich kapier's irgendwie nicht. Vielleicht 90%. Meine Güte, die Tür hätte ich auch machen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was den Zug betrifft. Gibt's doch wohl nicht. Ich glaube, unsere Tarnung ist hin. Bleib dran. Nein, es ist nur so ein. Oh, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder dazwischen gekommen? Ich verstehe es echt nicht. So. Upsa. So, ich glaube, ich schalte hier schon mal auf dieses Teil da um. Und muss doch irgendwie machbar sein. So, ja, komm, geh doch da rein. Duck dich. Und. Vielleicht 90%. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was den Zug betrifft. Ich glaube, unsere Tarnung ist hin. Bleib dran. Nein, es ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass wir abgehört werden. Okay, aber mach schnell. Schimbett. Machst du Witze? Bei Mossad hatte ich schon meine Zweifel, aber natürlich sicher. Du solltest immer davon ausgehen, dass sie wissen, was du treibst. Noch 4 Tage, dann bist du unverwundbar. Es ist nicht vernünftig, jetzt zu reden. Ich muss den Zug verlassen. Nein, kann ich nicht. Nicht möglich. Selbstverständlich, bis zum nächsten Mal. Gute Arbeit, Fischer. Grimm? Ich arbeite daran. Ich konzentriere mich auf den Mambay-Text. Das neue Übersetzungsprogramm wird eine Weile brauchen. Nimm dir Zeit. Da. Springfield-Exempel mindestens 80% Todesopfer. Custer wäre stolz. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Nichts Gutes. Was ist damit? Könnte heißen, tägliche Anrufe, um die Freisetzung zu verschieben. Das Programm ist noch nicht ganz ausgereift. Okay, wir haben genug, um arbeiten zu können. Rauf aufs Dach, Fischer. Wir holen dich da raus. Okay, wir dürfen wieder aufs Dach vom Zug. Ich weiß nur nicht, wo. Vielleicht da hinten entlang weiter. Ich würde sagen,
machen wir das im nächsten Part. Macht's gut und ciao.